Herzlich willkommen zu Warframe. Schauen uns erstmal den Intro an. Und da geht's schon los. There is a large platoon of Grenier Marines stationed here. Leave no one standing. Okay, wir sollen also niemanden hier auf diesem Schiff im Leben lassen. Warframe ist ein Shooter. Steigen jetzt mal direkt so ein Spiel ein, damit ihr euch erstmal einen Überblick verschaffen könnt, wie das so aussieht. Und im Verlauf der Folge werden wir dann, im Verlauf der Let's Plays, werden wir dann mal genauer gucken, was das alles so hier mit sich bringt. Wir haben oben links eine Minimap, die uns anzeigt, wo wir hin müssen als nächstes. Wichtig ist, hier sind zwischendurch Kisten, die man looten kann. Hier war jetzt noch keine. Ich laufe noch mal ein bisschen rum, um so euch zu zeigen, wenn da eine ist. Nein, hier ist nichts. Man muss hier also Missionen erfüllen auf den verschiedenen Planeten. Und da sind auch schon die ersten Gegner. Drüben, dieses Blinkende, ist eine Kiste. Die kann man zerschießen, zerschlagen. Diese grauen Handels, das sind Nahkämpfer, die können nicht viel ab, aber hauen ganz schön rein. So schnell kann das gehen. Beleben wir uns mal wieder. Was das für Sanktionen hat oder ob es Sanktionen hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mich wohl gerade etwas ungeschickt angestellt, weil ich zu früh entdeckt wurde. So, den können wir mittels dieser Fässer auch erledigen. Was ganz geschickt ist manchmal. So, aber zurück zu diesen Truhen. Entweder wir können sie zerschießen oder auch mit dem Schwert, mit E, einfach zerkloppen. Wir verfügen zurzeit, wenn man startet, über ein Gewehr. Mit F kann man durch die Pistole, durch die Waffen schalten, dann haben wir noch eine Pistole. Und mit E so ein Melee-Angriff. Naja. Aber wechseln wir mal wieder aufs Gewehr, das ist dann doch effektiver. So, wir müssen hier lang. Wird uns wieder angezeigt. An der Minimap, an diesem roten Symbol. Man versucht auf den Kopf zu zielen. Gehen die Gegner auch sehr schnell down oder schneller down. Oder so eine Abfrage, wo man hinschießt, das Spiel. Grafisch gefällt es mir ganz gut. Was das Spiel so mit sich bringt, insbesondere das Shop-System, wo man dann ja eventuell, wenn man richtig suchtet, doch dazu gezwungen wird, Geld auszugeben. Bei einem Free-to-Play, um sich zu verbessern. Etc. Das. Ui. Wo ist er? Da steht er. Das bleibt abzuwarten. Also wie sehr man das Shop-System braucht, um hier Erfolg haben zu können, kann ich noch nicht beurteilen. Werden wir aber im Verlauf der Folgen dann mitbekommen. Schaffen wir da. Doors are locked. Time to break in. Ja, das ist so ein Feature hier im Spiel. Wo ist der Sausack? Hier ist so eine Konsole.
Erstmal müssen wir uns um die Gegner kümmern. Das ist so ein Feature im Spiel, dass wenn sie einen entdeckt haben, irgendeiner der Mobs hier an die Konsole rennt und so ein System Lock. Das wird nichts. Doch. So ein System Lock eingibt. Und dadurch werden die Türen gesperrt und man kommt nicht weiter. Das heißt, man muss so einen Code eingeben. Ah, ist so ein Puzzle im Grunde genommen. Und das machen wir jetzt mal, sobald wir das hier clear haben. Solange hier noch auf einen geballert wird, macht das wenig Sinn. Aber ich glaube, jetzt haben wir Ruhe. Jetzt probieren wir das mal aus. Zu langsam. Doch noch geschafft. Breach complete. We're free to proceed. So, genau, jetzt sind wir also wieder unlocked. Und irgendwo muss jetzt eine Tür aufgegangen sein, wieder die eben verschlossen wurde. Ich schätze, da oben irgendwie. Mal gucken wir mal. Da ist noch so ein Spind, den können wir mit X öffnen. Sehr schön, aber Health drin. Energy ist, glaube ich, voll. Jawohl, brauchen wir nicht nehmen. Und weiter geht's. Da ist gleich der nächste Mob. Jetzt bin ich aber, glaube ich, irgendwie in die falsche Richtung. Ja, bin ich auch. Müssen diesem grünen Symbol auf der Minimap folgen. Man kann sich die Map auch so auf der Hälfte des Screens anzeigen lassen. Aber ich finde es persönlich da oben besser. Was sich hier empfiehlt, ist die Kisten zu looten, weil da halt auch Credits drin sind. Und diese Spinde mit X. Und ich glaube, die Credits braucht man später. Bestimmt für Verbesserungen. Sonstiges. Und da ich das noch nicht genau weiß, nehme ich erstmal alles mit, was ich tun kann. So, aber dann mal weiter. Geht's denn weiter? Da unten. Was hier auch nett gemacht ist, sind diese Moves, die der Junge hier drauf hat. Da rechts hoch. Watch yourself. Foot soldiers are on the way. Fußsoldaten. Hoffentlich nicht diese grauen. Seite, unser Schild muss ich erst wieder aufladen. Weil der schluckt doch erstmal eine ganze Menge an. Verletzung hat mich erschrocken. An Schaden schluckt er erstmal. We've been locked out. Let's override the security. So, haben wir noch so einen Special Move auf der 1. Stürmt ins Ziel, macht ziemlich starken Schaden. Was aber so aus dem Gemenge manchmal nicht ganz leicht ist. Ich habe auch meine Maus-Sensitivität zu hoch. Dadurch ist die Steuerung hier ein bisschen schwierig. Muss ich mal bei Gelegenheit runterdrehen. Erstmal den Code knacken. Verklickt und nochmal. Eine Sekunde zu spät. Aber man darf nochmal.
Mann. Alle guten Dinge sind drei. Ja, man darf dabei nicht zu hektisch werden. So schwer sind die Rätsel ja nicht. Aber im Eifer des Gefechts, ein Klick zu viel und dann fehlt eine Sekunde. Schild regenerieren lassen. Eieiei, eine Granate von Latz. Da sind wieder diese Nahkämpfer. Schlagen gut ein, die Dinger. So, es ist hoffentlich frei. Eieiei. Sehr schön aussieht, ah, da kommt wieder so ein. Es auch sehr schön aussieht, wenn die Gegner her despawnen. Der Effekt sieht ganz nett aus, grafisch, finde ich. Hey, da verjagt man sich jedes Mal, wenn diese grauen Yogi-Bären ankommen. So, 7 Feinde haben wir noch. Oben im Missionstrecker oben links angezeigt. Na? Jetzt aber. Ah, das kann er auch nett. Da ist wieder so ein komischer Attentäter. Der wollte jetzt den Lock eingeben. So, irgendwo höre ich noch jemanden labern. Ein Gegner ist es noch. Zeige ich euch mal den Power Slide. So, das dürften sie gewesen sein. No further life forms detected. So, noch ein bisschen looten, was noch zu looten ist. Weiß, wofür man es braucht.
wie es aussieht, müssen wir jetzt noch ein Ziel erreichen. Aber trotzdem nehmen wir noch ein bisschen mit. Zerschießen kann man sie auch. Was auch sehr schick aussieht, sind diese Explosionen. Mission complete. Excellent work, Tenno. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und mehr sehen wir dann in den nächsten Folgen. Bis dann, ciao.